mag das, ja klar, ist ein schönes Auto, sehr schönes Auto. Dennoch ist Tim nicht vollends zufrieden mit der Leistungsfähigkeit des Turbo 11ers. Es ist zwar immer Schub da, aber subjektiv muss man auch immer schalten, obwohl man so ein Drehmomentwerk zur Verfügung hat. Die Wahrheit ist woanders. Und die Wahrheit liegt im Hubraum. Der Proletarier in diesem Vergleich, die Corvette Z06. Solche Kolben mit so einem Hub, das ist unglaublich, fast schon Schiffsmotorenausmaße. Aber das funktioniert und man spürt, dass das Auto lebt. Das klingt nach Hubraum. 7 Liter verteilt auf 8 Zylinder, das Ganze arrangiert in einem V aus Amerika, ohne Turbolader, ohne Kompressor, 512 PS. Das ist Schub. 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 Die Corvette lässt sich sehr intuitiv bewegen. Und dabei bleibt sie ausgesprochen gutmütig. Dennoch erfordert ihre Beherrschung einen ganzen Kerl. Man muss halt ein bisschen mehr hinlangen. Also die Kupplung geht schön stramm und das Getriebe, das muss man so, das muss man einfach hinpacken. Und das hat halt seinen Reiz. Wenn alles so reinflutscht, ist das auch irgendwie langweilig. Bei dieser Corvette Z06 ist zum Glück gar nichts langweilig. Das Getriebe ist insgesamt saulang übersetzt. Das heißt, der erste Gang geht bis ganz knapp unter 100. Das hat man sonst mit keinem Auto. Trotzdem hat man bei Tempo 20 nach dem Anfahren, schaltet man schon den zweiten Gang und dann kann man auch gleich den vierten Gang schalten, weil einfach so viel Bums von unten einfach da ist. Eigentlich braucht man nur einen einzigen Gang. Nämlich, wir nehmen mal den vierter Gang und wir fahren los. Und das Ganze so, dass die Kupplung natürlich nicht kaputt geht. Ganz entspannt. So, wir können bei 25 bereits einkuppeln. Jetzt gebe ich Vollgas. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 255, 260. Also der vierte Gang reicht von 0 bis Tachoanzeige 272, 273. Das ist Elastizität. Man fährt irgendwie 160, 170 Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn und dann dreht der Motor irgendwie 2000 Umdrehungen oder sowas. Und das ist mörderlang übersetzt, aber bei dieser Kraft geht das auch. Und das führt zu einem sensationell geringen Verbrauch. Also es ist das sparsamste Auto hier in diesem Trio. 14,7 Liter Durchschnittsverbrauch. Außerdem ist die Corvette Z06 auch das leichteste Auto im Test. Daher braucht sie nur 4,4 Sekunden auf Tempo 100 und läuft 320 km/h Spitze. Hätte ich den Amis nicht zugetraut, dass sie das leichteste und das sparsamste Auto bauen, was aber genauso pervers vorwärts geht wie die anderen. Man weiß, Gas geben heißt Heck. Heck kommt. Kunststoffkarosse, Alufahrwerk und ehrlich wie ein Doppelwopper. Da passt auch der Aldi-Preis. 80.000 Euro. Wow. Alle drei gehen ab wie Sau. Alle drei reißen dich den Horizont. Und das mit unterschiedlichen Mitteln. Und das ist das sehr Interessante daran. Den Gallardo, den fährt man quasi sehr weit hier oben. Also mit dem Gehirn und mit Verstand und mit Schnelligkeit. Den Turbo, den bewegt man so mit dem Herzen. Und das Auto fährt man wirklich mit seinen Eiern. Gewinner oder Verlierer sehe ich hier gar nicht. Jedes Auto hat seine speziellen Stärken und Schwächen. Mein Favorit wäre aber der Gallardo mit der Lenkung vom Porsche und dem Motor von der Corvette. Das wär's. In der Challenge führt Sabine mit einem PS mittlerweile